Matthias Gesell daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Ich finde es immer schön, wenn Leute zu uns kommen, die auch normalerweise nicht kommen müssten, weil sie was zu feiern haben, aber sind bei uns. Zum Beispiel Julia dort hinten hat heute Geburtstag. So. Ich habe nicht gefragt, wie alt sie wird, aber sie hat heute. Herzlichen Glückwunsch, Julia. Herzlichen Glück. Ja. Wunderbar. So ist das. Und wenn Sie jetzt gerade die Wiederholung gucken, Julia hatte gestern Geburtstag, weil heute ist Sonntag. Dort ist Manuela, die hat morgen Geburtstag. Und wenn Sie Wiederholung gucken, hat sie heute Geburtstag. Oh. Jetzt haben wir das aufgeklärt und freue mich, dass Bürgerlass endlich mal wieder da ist und dass Horst auch wieder mal da ist und er wird uns nachher bekochen, hat er schon versprochen. Ja, ja, was, ja. Was gibt's denn? Kaninchenbraten. Das ist so gemein, Herr Balder. Die Christina hat mir gerade ein Kaninchen geschenkt. Das ist jetzt das Fräulein Jakobs und es sitzt hier so süß mit seinen Böchchen und der blöde Horst, der will das nicht nur kochen, der will es auch mit Täubchen füttern. Füllen! Ja, wie pervers ist das denn, Kaninchen auch noch mit Täubchen zu füllen? Da haben Sie recht, die armen Täubchen. Ist halt ein kleines Kaninchen. Ja, natürlich. Und die Möhren mache ich karamellisiert. Mit einem Baileys. Wenn du so weitermachst, macht die dich gleich kastriert. Ja, dann sind wir ja beim Essen, ist ja genau richtig. Dann haben wir ja, kommen wir ja genau zur ersten Frage richtig, ist ja wunderbar. Malte Schierenberg wohnt in Köln. Malte, ich begrüße Sie sehr herzlich zu Hause an, so. Am Empfänger. Fernsehen. Ach so. Ja, ein bisschen Fernsehen. Und Malte Schierenberg möchte Folgendes wissen. Warum verläuft in Toronto mitten durch ein McDonald's-Restaurant eine Wand? Das ist klar, das ist vollkommen klar. Das ist für die Vegetarier und für die Fleischesser, weil die haben da auch in Toronto, ist ja logisch, ne? Das weißt du ja auch, ne? Da haben die einmal so ein Ding nur für Hellas, ja? Die keine Kaninchenburger mögen und da kriegen die Dinger nur mit Möhren. Und auf der anderen Seite von der Wand, ich habe keine Ahnung. Raucher, Nichtraucher, Raucher, Nichtraucher. Das wäre zu einfach. Ich glaube, in Toronto darf man nirgendwo mehr rauchen. Ah, dann ist es. Also mitten durch McDonald's geht eine Wand. Richtig, zwei abgeschlossen. Ich spreche doch dabei, je mehr Leute zu McDonald's gehen. Was, weil was? Genau, wenn man zu McDonald's geht, dann könnte man ja manchmal die Wände hochgehen. Bei dem Angebot sozusagen. Und vielleicht brauchen die dann sozusagen noch eine Wand extra, weil da vielleicht immer so viele Leute hingehen. Aber warum eine Wand? Selbst wenn es zweisprachig wäre, ne? Französisch. Toronto ist nicht zweisprachig. Toronto ist Englisch. Englisch. Toronto ist, glaube ich, Englisch. Die Frage ist, war diese Mauer? Quebec ist Französisch, also Montreal. Montreal, wie wir Quebecer. Natürlich. Wenn, interessant wäre ja, stand diese Mauer schon da und haben sie das McDonald's drumherum bauen müssen? Das ist jetzt die Frage. Ja, dann behaupte ich das nämlich jetzt mal, weil das eine historische Mauer ist. Zu irgendeinem alten Indianerreservat oder irgendwo. Oder gibt's Gedöns gehört. Die Mauer muss weg! West-Toronto, Ost-Toronto. Also, ich behaupte, die Mauer stand da und der McDonald's ist drumherum gebaut worden. Kann das sein? Kann sein, halte ich in diesem Fall aber für eine falsche Antwort. Ich auch. Vielleicht ist es wirklich ein, ist es wirklich ein Stück unserer ehemaligen Mauer, was da irgendwie so als Touristenattraktion mal kurz rüber nach... Die machen ganz frisch. Das ist wie bei meinem Herrn Lafer. Der macht ja auch alles frisch. Der massiert ja noch abends im Hotel das Rinderfilet von Hand, damit er dann nächster braten kann. Und die gehen da sogar hin und schlachten da. Hinter der Wand. Ach, hinter der Wand, meinst du? Die Burger. Wen schlachten die denn? Die Burger. Die Burger? Die Burger. Die Burger. Ja. Die Burger lassen. Die Burger. Vielleicht ist den Menschen, die da arbeiten, vielleicht ist es denen peinlich, die wollen nicht erkannt werden. Und das ist wie in diesen Talkshows, die stehen hinter so einer Wand. Und dann gibt man immer die Bestellung auf und die stehen hinter so einer Wand, man sieht nur so einen Schattenriss. Warum sollte das peinlich sein? Naja, kann es vielleicht einfach sein, dass da eine Mauer ist, damit das Dach nicht einstürzt, so wie das bei Häusern üblich ist mit den Mauern? Kann es vielleicht sein, dass in, wir sind in Toronto, ne? Sind wir. Dass da so zwei, ich sage jetzt mal, Basketball- oder Football-Mannschaften oder Rugby-Mannschaften sind, die da aber beide sich gerne aufhalten. Und auf der Mauer, das ist einfach so eine Autogramm, also da ist links und rechts so Autogramme schreiben, die verschiedenen Mannschaften schreiben da ihre Autogramme, Autogrammfotos da drauf. Horst, mit den Mann. Das ist, da gibt's ganz viele Mormonen und wenn die da hinkommen, die Mormonen, dann haben die einen Abteil nur für die Frauen
Und das ist auch der größere Teil hinter der Mauer, weil die haben ja viele Frauen. Und dann sitzen auf der anderen Seite dann die Mormonen-Männer mit der Kutsche. Mit der Kutsche, Drive-In. Ja, Drive-In, ja. Das, ja, weißt du, weil die haben ein ja so, die haben so handscharfe, ja. Ne? Und deswegen... Nein, ich finde das aber gut mit dem Stadion. Da ist ein Stadion direkt in der Nähe. Und nach dem Spiel gehen die da essen. Und damit die Fans, und damit die sich nicht kloppen da drin, gehen die Haben die auf dem Weg dahin aber lange Zeit. Ja, aber die machen die da drin nicht die Einrichtung kaputt. Dann haben die auf der einen Seite die einen Fans und auf der anderen Seite die anderen. Nur zum Spaß wird einer getauscht. Vielleicht. Ich fand das mit den Mormonen nicht schlecht. Hat es eventuell religiöse Gründe? Das habe ich mir Also eventuell zum Beispiel auch eine jüdische Gemeinde, die koscher essen will, was... Die gehen zu McDonald's. Also, ja, wie war das denn mit euch? Schweinefleisch? Ne, das war Marcel. Schweinefleisch auch nicht. Aber koscher ist wieder was anderes. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt hier erkläre. Aber die religiöse Gründe dachte ich auch schon. Aber die haben doch immer so einen Indoor-Spielplatz. Vielleicht ist das so eine Kletterwand für Kinder oder so. Oder politische Gründe. Es gibt einen kommunistischen Teil und einen kapitalistischen Teil in Toronto. Und die werden voneinander durch eine Mauer getrennt. Könnte ja sein. Und das in McDonald's, stell dir das mal vor. Ja. Ja, warum eine Wand? Ist da eine Wand? Ist da Klagemauer. Ich bleibe bei den Klagemauer. Der Burger schmeckt so scheiße, da gehen die hin. Hey, gib mir mein Geld zurück. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich gehe gern zu McDonald's, weil das mir schmeckt. Der Herr Hohecker würde gerne auflösen. Ach, wen sich? Nein, die Sagen aber jetzt noch schnell Burger King, sonst kriegen wir Probleme, Herr Balder. Wen soll ich sagen? Burger King. Schmeckt auch gut. So. Toll, ne? Das ist jetzt so eine Geschmackssache. Also, vielleicht ist es ein Lizenzproblem. Es gibt zwei Besitzer. Und, entschuldige bitte, vielmals, dass ich hier ernsthaft versuche, eine Lösung zu finden. Mach mal weiter. So, und vielleicht ist es ein Lizenzproblem. Und man weiß, oder die Versicherung haftet nur für einen Teil und für den anderen Teil nicht. Oder die Reinigungs... Der McDonald's darf nach... Torontesischem Recht. Recht darf ein Restaurant nicht länger als 12 oder 13, 15 Stunden aufhaben. Deshalb machen die mal die eine Seite auf, mal die andere, damit es ein 24-Stunden-Toronto ist. Du bist ja nicht zu retten. Da hätten sie auch zwei Lokale nebeneinander bauen können. Ja. Die hatten aber schon eins. Ich habe jetzt hast du eine Lösung. Ich löse jetzt mal eben auf. Weil, ich meine, gut, ich oute mich jetzt, aber ich bin ja auch zweimal geschieden. Und ich weiß, was man da so verlieren kann. Und da muss man ja schneiden und halbieren. Und ich gehe mal davon aus, das war ein Pärchen, die haben McDonald's aufgemacht. Und dann haben die irgendwann gesagt, du, das geht so nicht. Und du kriegst die linke Hälfte. Und dann haben die Mauer gemacht. Und die geben auch nur halbe Burger raus. Wie wäre es denn, wenn die Mauer das Lokal teilt? Aber in der einen Hälfte gar keine Gäste sitzen, sondern etwas ganz anderes. Wer sitzt denn da? What denn? Waschbären, Tiere, Kaninchen. Und in der Mauer sind Fenster und das ist eben eine Attraktion. In diesem einen Bereich, da sind wohnen Rinder, lustige die... Dinge, die man anschauen kann. Genau. Wenn man da ist, kann man durch das Fenster gucken da und kann die Burger lustige sehen, Dinge beobachten. Ja. Die Rinder, die gleich geschlachtet werden. Da gibt es dann so eine Scheibe vorher. Ich hätte gerne die Tiere. Und nachher ist dann die Küche. Mach mir den zum Burger. Oder man muss sich, wenn man da hingeht, an die Wand anlehnen, sozusagen, um abgetastet zu werden, falls man gesunde Sachen da reinschmuggeln möchte. Das kann auch sein. Aber das kann man dann abgetastet werden, kann man auch draußen vor der Tür. Aber das ist mit dem, dass da sitzt, auf der einen Seite sitzen ganz spezielle Menschen. Kinder. Die müssen getrennt werden von den anderen. Warum? Ja. Weil sie gefährlich sind. Okay, ich sag ja Kinder. Also, da macht Ronald McDonald seine Späße und die Eltern haben endlich mal Ruhe vor den Blagen. Ich sag's euch mal. Dieses McDonald-Restaurant in Toronto befindet sich in einer U-Bahn-Station. Und in Toronto bezahlt man, wenn man U-Bahn fährt, direkt, wenn man reinkommt. Und dann gibt es Leute, die dann noch gerne einen Hamburger essen möchten. Es gibt aber auch Leute, die in das Lokal gehen möchten und nicht mit der U-Bahn fahren. Deswegen ist hier der Tresen. Und dann gibt es eine Wand. Rechts kommen die Leute rein, die schon ein Ticket haben. Na, wie geil. Und links kommen die Leute rein, die einfach nur ein McDonald's essen. Ich wollte es gerade sagen. Malte Schierenberg aus Köln, 500 Euro. Gratulation.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt mal in die Lutherstadt Wittenberg, die wir alle kennen. Dort hat ja Herr Luther seine Gebote, oder? Seine Tresen an Gebote, die, ja. Das ist so grob. Ich habe Verwandtschaft da in Wittenberg oder so. Ist wahr. Ja, Sachsen-Anhalt ist das. Wer wohnt denn dort von dir? Da wohnen alle. Alle? Alle mütterlicherseits wohnen, glaube ich, so ziemlich alle da in der Nähe. Gut. Dann also kennst Wittenberg du bestimmt, ist ja die Stadt. Dann kennst Luther, du bestimmt, Lars Luther. Aha. Zum Beispiel. Dann kennst du bestimmt den Patrick Eplinius. Selbstverständlich. Patrick Eplinius wohnt in Wittenberg und Patrick Eplinius hat eine wunderschöne Frage. Sie lautet wie folgt: Was ist eine Schluckertoilette? Das klingt ja schon sehr heiter. Ja, eine Schluckertoilette, das finde ich jetzt wirklich einfach. Bitte. Ich denke, Schluckertoiletten befinden sich in Flugzeugen und Zügen. Das sind nämlich die, die unten diese mechanische Platte haben. Und wenn du dann den Mechanismus, den abdrückst, machen die so gegenüber zu den anderen Toiletten, wo man drückt und das so durchläuft. Ja, falsch. War aber schön. Vielleicht war ist schön. Die Schluckertoilette, die Toilette ist ja ein Reinigungs- und Fäkalien-Entsorgungselement. Und der Schlucker ist vielleicht ein Müllschlucker. Und die Schluckertoilette ist ein spezielles Reinigungsgerät für den Schlucker. Ah, das ist... Entschuldigung, der muss sich nicht abwischen, aber der muss auch sauber gemacht werden. Wer ist denn der Schlucker? Ist denn der Schlucker? Der Müllschlucker. Nein, den gibt's nein. In Hohen, der Schlucker ist der Alkoholiker. Weg. Und der Alkoholiker, wenn er sehr viel getrunken hat, muss ja manchmal sich dann erleichtern und geht auf seine Schluckertoilette. Und kann dabei weiter schlucken. Nee, oder ja, eben nee. Wenn er, vielleicht ist das so rein, diese Toilette, dass man daraus trinken kann. Vielleicht ist das ja so eine Schluckertoilette. Also ich denke, wie wäre es denn, wenn man, ich denke nicht, dass wir bei sanitären an behalte bitte deinen Gedanken. Lass mich nur kurz sagen, wenn es könnte ja sein, dass es keine Toilette für unser einer ist, für Menschen, sondern etwas in der Tierwelt ist. Also eine Schluckertoilette könnte ja etwas sein, in einem Kuhstall oder Schweinestall oder wo Tiere gehalten werden. Andere Tiere. Oder Kaninchen. Ja. Wo die also zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, schlucken oder viel Spechte. Trinken. Und in dem Moment, wo da zum Beispiel der Wasserpegel runtergeht und der Bauer weiß, naja, wenn meine Kuh oder wer auch immer so viel trinkt, muss die irgendwann brunzen. Und dann... Was muss die? Brunzen. Brunzen. Pepe. Brunzen. Wasser lassen. Und dann erst vielleicht öffnet sich diese Toilettensituation. Also ich sage, wir sind im Tierreich. Sind wir im Tierreich? Nein. Richtig. Ich hab dir doch gesagt, das ist eine Sportart. Du wolltest was sagen. So, jetzt hier. Also Michael. Also ich finde, dein Ansatz war eigentlich, hätte ich jetzt auch gedacht, bestimmte Bauart einer Toilette. Gab es vielleicht einen Dr. Alois Schlucker und der hat eine ganz bestimmte Toilette erfunden? Zum Beispiel Hängeklo zum Beispiel? Hängeklo. Da kann man besser... Schlucker. Kann man besser drunter saufen. Ist das ein Plumpsklo? Ein vornehmer Ausdruck für ein Plumpsklo. Prinzipiell gibt es doch zwei Arten von Toiletten. Genau. Ehrlich? Die eine, dafür fällt das auf so einen Teller, dass man noch mal gucken kann? Das ist der Flachspüler, glaube ich. So, der Tiefspüler, bei der anderen, da ist es sofort weg. Aber da war ich doch ganz am Anfang auch bei Zügen mit... Ja. Ich glaube jetzt, die Schluckertoilette ist ein Parasit, ein Insekt. Es gibt doch oft, Symbiosen im Tierreich. Wir sind schon aus dem Tierreich raus. Ach so. Habe ich gesagt. Aber es gab doch früher... Außerdem klingt es ziemlich blöd, wenn ich sage, da kommt wieder eine Schluckertoilette angeflogen. Ich war ja schon bei diesen Symbiosen, dass ein Tier kotet. Ein Tier kotet und ein anderes Tier schluckt den Kot, ist die Toilette für das andere Tier und ernährt sich aber. Weißt du was dann eine Schluckertoilette ist? Die Karnickel, die fressen nämlich ihre eigene Scheiße. Ach, das kann ich nicht glauben. Das machen weil die nämlich im Dickdarm Enzyme entwickeln, die sie im Magen brauchen. Der Dickdarm liegt aber dahinter, dummerweise. Ich dachte, das machen nur Hasen. Entschuldige bitte, das habe ich gelesen. Das machen die doch auch. Ich dachte, das machen nur Hasen. Ja, dann sag das mal den Karnickeln. Horst löst. Ja, ich... Horst löst. Dankeschön, Michael. Weil das ist eigentlich relativ logisch. Eben. Ja, weil... Lass es einfach plumpsen. Ja. Lass es raus. Bei der Tour de Dope. Ja. Ja. Wo die da mit dem Rad unterwegs waren. Da können die ja auch nicht... Gut.
gut. Ja, das ist es. Ja, das ist ja, es. Ja, für ja, Fahrradfahrer. Ja, sag es schnell. Weil die können ja gar nicht absteigen. Ich gut. Ja. Und die haben dann unter diesem kleinen schlanken Sitz, der dann verschwindet in diese Ritze, haben die ein kleines Schluckerklo. Ja. Und das geht in den Rahmen. Ja, fließt ab. Schmiert die Kette. Ja. Ich würde das Fahrrad zu schwer machen. Ich glaube, dass die wirklich laufen lassen. Ich glaube, ja? die haben während noch nicht mal Toiletten während der Fahrt. Ein Spezialklo. Spezialklo. Haben die was in der Hose? So der Mann, der das geschrieben hat, der kommt aus Wittenberg. Vielleicht meint ihr das Lutherklo? Nein. Schlucker-Toilette. Bezieht sich Schlucker aber auch nicht auf Alkoholiker. Oder auf du armer Schlucker, also Obdachlosen-Toilette. Sag ich mal nein. Das können wir mal ausklammern. Weder das eine noch das andere. Aber Toilette, damit sind wir aber Toilette ist doch Toilette. Also, nein, nein, da gibt's keine... es gibt auch die Knietoilette. Aber es gibt ja auch die Toilette, die man den Toilettenbeutel, der Kulturbeutel, wenn man die Morgentoilette ja, macht. Es gibt mehr. Ne? Ja, und das genau. Die Schluckertoilette, wenn man gesoffen hat die ganze Nacht, muss man sich morgens ein bisschen überschminken. Ne? Mit den Augenringen. Ist das vielleicht einfach nur eine Arme? Stimmt. Also so, ja. Ist das Herr Oeck, denken Sie doch nur an unseren Maskenbildner. Eben. Ja, als der mich gespachtelt hat. Und da war viel ja, zu tun. Ne? Und da war richtig. Ja. Ich musste deswegen ja so früh hier sein. Den Bart hat er dir auch angeklebt. Ne? Den ist aber gut gelungen diesmal. Er ist nämlich richtig mit diesem Kulturbeutelchen und allem, ja. Und der macht ja wirklich, du musst ja dabei dann ganz viel, hast du ja auch gesehen, schlucken. Was wenn der da mit die, diesem... Die Haut. Spachtel und mit dem Airbrush kommt und dann... Macht er dir eine Schluckertoilette im Prinzip? Ja, man darf hier oder eine Gurkenmaske. Vielleicht eine Gurkenmaske? Ist das eine Schluckertoilette? Ich sag's euch. Toiletten. Ja. Ja, bitte. Nein? Also, wir sind, sagen wir mal, auf einem Flughafen. Nehmen wir mal Frankfurt, bietet sich an. Und dort steigt jetzt ein dubioser Mensch aus dem Flugzeug, wo die Zöllner sagen, den nehmen wir uns mal unter die Lupe. Und dann sagen die, naja, lass uns doch von dem mal eine Röntgenaufnahme machen. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Mensch schmuggelt, meistens Rauschgift, Heroin, meistens in einem Kondom, meistens. Und dann gibt es eine Toilette, die sieht so aus. Und da sitzt der arme Kerl und kriegt auch kein Abführmittel, so lange, bis alles draußen ist. Und das, was dann draußen ist... Du hast kein Bild davon jetzt, oder? Nein! 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 Ich habe, es ist eine nachgestellte Szene von einem Zollbeamten mit Teewürstchen, sage ich nur. Das sieht dann so aus, dann kann er das aufmachen und dann muss dieser arme Zöllner das wirklich alles da sortieren, rausholen. Die kriegen übrigens eine Kotzulage, die Zöllner, die das machen. Das ist gut, wirklich dass diese wahr. Sendung nach dem Abendessen läuft. Natürlich. Und diese Toilette, das ist die sogenannte Schluckertoilette und Patrick Eplinius kriegt jetzt 500 Euro. Gratulation. Meine Damen und Herren, Sie können auch Fragen einschicken, die nichts mit diesem Thema zu tun haben. Also alles, was Sie zu Hause so rumliegen haben an Fragen, wo Sie denken, das könnte uns interessieren, schicken Sie es uns einfach. Genial daneben 50616 Köln. Wenn Sie einfach nur anrufen wollen und die Frage sagen wollen, können Sie es auch. 01378 10120. Am einfachsten ist natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Oder Sie kommen einfach zu uns, hier ins Publikum, wie Julia Dittmann. Sie wohnt in Frechen, nicht weit von hier, ist heute Abend bei uns. Julia. Wo sind Sie denn? Da ist er. Ja. Also das nenne ich ja nur wirklich doll. Hat heute Geburtstag, kommt hierher und hat auch noch die Chance, 500 Euro zu kriegen. Oder war gestern da. Hatte gestern oder war gestern da, wenn heute Sonntag ist. Genau. Ja, ich drücke mal einen Daumen. Das ist ja sehr gut. Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Also, Julia möchte wissen, was ist das Flaschenhalsereignis? Das ist, wenn der Korken da rauskommt. Dann hat dieser Flaschenhals ein echtes Ereignis. Aber meinst du nicht, das ist dieses, das Gegenteil? Manchmal bricht doch der Korken ab und bleibt drin stecken. Und dann versucht man mit seinen Wurstfingern das irgendwie reinzustopfen oder wie auch immer. Und das dann ist das Flaschenhals. Dann musst du auf die Schluckertoilette. Ja.
auch nicht. Flaschenhalter-Eignis. Ich bin in der Logistik. Der Flaschenhals ist in der Logistik das größte logistische Problem in einer Kette von Gesamtproblemen. Das kann dauern jetzt. Sollte sich jetzt an einer ganz bestimmten Stelle eine Schwierigkeit ergeben. Welche? Zum Beispiel, die Schluckertoilette ist besetzt. Dann stauen sich die ganzen an. Du warst das schon mal auf einer gesessen, hast du gerade erzählt, ne? Nein. Also, ich schmuggel Drogen jeden. Ich komme jeden Tag aus Kolumbien. Das müssen doch, hallo. Also, das müssen doch keine Drogen sein. Es geht doch mit Krokodilen und mit Schlangen und mit so. Ich habe einen Bericht darüber mal gesehen. Ja. Als Herr Walder anfing, also auf dem Klo ist es mir wieder eingefallen. So, also. Also das ist wir sind jetzt bei dem Flaschenhals. Genau. Und jetzt gibt es ein Ereignis, was dazu führt, dass ganz viele Prozesse, die davor gelagert sind. Gibt es noch eine andere Möglichkeit als Antwort? Ja, ich habe noch eine Theorie. Ich glaube auch, also und zwar bin ich bei dem Phänomen, wenn man eine Flasche Sekt schüttelt und dann der Korken da weg explodiert. Ich glaube, ein Flaschenhalsereignis ist eine Explosion in einem Vulkan oder in einem Geysir, wenn sich also etwas anstaut im Erdbereich und explosionsartig durch einen dünnen... Das nennt man, glaube ich, Ausbruch. Ja. Aber Horst löst. Ja, ich hätte es, obwohl ich dachte, du nimmst es mir fast vorweg. Weil ein Flaschenhalsereignis ist ja logisch, wenn man eine Flasche hat. In der Flasche ist ja vom Volumen her viel mehr drin, deswegen habe ich gedacht, du kämst schon drauf, als eigentlich aus dem Flaschenhals offensichtlich rauskommen könnte. Das heißt, ein Flaschenhalsereignis ist, wenn viel kommt und aus wenig raus muss. Das heißt, da läuft zusammen. Das ist so wie bei meinem Kopf, da läuft wenig raus. Okay, mach du. Flaschen, ich würde sagen Medizin. Irgendwas wie Verengung, weil Flaschenhals ist ja Verengung. Ja, also dass zum Beispiel ein Gefäß sich verengt und man dann ist eine Männerkrankheit. Von dem Flaschenhalsereignis spricht, wenn sich zum Beispiel ein Gefäß verengt. Was kann sich dann noch verengen, wenn man jetzt mal in der Medizin bleiben würde? Bin ich also Blutgefäße, Lunge, also Atemorgane. Was noch? Darm. Der Hals. Ist da noch mehr drin im Körper? Naja, Gefäße verengen sich. Ja. Was noch? Ich glaube, dass dieser Stollentroll sagen will, dass wir gar nicht in der Medizin sind. Das ist richtig. Danke. Vielleicht sind das diese, es gibt doch diese Eingeborenen in Afrika, die sich mit diesen Ringen, diese ganz langen Flaschenhälse ziehen. Kennen Sie die auch? Nee. Doch. Das ist dieser Stamm. Das ist ein Stamm, die machen sich jedes Jahr einen Ring noch dazu und dann werden die Hälse ganz lang. Ist wahr. Ein Schönheits- und das ist das Flaschenhals. Ja. Und dann das ist wirklich ein Problem, wenn du diese Ringe mal im Alter abmachst. Dann machst du wow, wow, wow. Sind die tot. Und Teller ist schön bei der Scheidung da, dann nehmen die nur die Ringe weg. Ich weiß, ein Flaschenhals ereignet. Eine Schiffstaufe. Ja, stimmt. Auch. Pong, Taufe, der Hals baumelt weiter an dem Seil. Aber, danke. Ach so, der Hals baumelt weiter an dem Seil. Das kenne ich noch von Hinrichtungen. Aber der. Also das waren Sie doch schon bei der französischen Revolution dabei, aber ich freue mich. Also es ist eine Schiffstaufe. Nein. Wenn der Schlucker, also der Alkoholiker, das mit dem Flaschenöffner nicht mehr aufkriegt, weil er schon so betrunken ist, gibt es ja auch die Art, dass man es einfach so baff am Tisch abhaut und dann aus der Flaschenhalse. Das wäre dann das Flaschenhalsereignis. Ja, genau. Sind wir bei einem Flaschenhalsereignis? Ach, Sie sagten ja Medizin leider nicht. Aber Veterinär vielleicht dennoch eine schwere Geburt? Bei wem jetzt? Das Kaninchen zum Beispiel. Das Kaninchen. So ein Bräter. Vielleicht, wenn man aus einer Flasche nichts rauskriegt, so wie Ketchup oder sowas, wenn die verstopft ist. Stimmt. Und man haut immer von hinten so rauf und... So lange bis die ganze Lösung. Genau, bis alles raus. Dann passiert's und das war der Flaschenhals. Ist das Flaschenhals eigentlich vielleicht die Verknappung von Konsumgütern bei konsumierenden Menschen? Beispiel, Geburtstagsfeier. Die Leute strömen. Der Gastgeber ist nicht da. Nee, der ist hier. Der will im Fernsehen. Er sitzt auf der Schlucker. So, und jetzt kommen ganz viele Gäste. Und wollen unbedingt was trinken. Man hat aber nur ein Glas Bier da. Für 25 Gäste. Man hat sich leicht verkalkuliert. Sie kennen das von zu Hause. Und das ist. Das ist wirklich so. Und das ist ein Flaschenhalter. Weil man hat ein Problem. Es ist eine Verknappung von irgendwas. Ich bleibe kurz in der Schiffsfahrt. Es ist eine Verknappung von irgendwas. So. Erstmal. Ich bleibe ganz kurz in der Schiffsfahrt. Wenn zu viele Schiffe durch eine Mündung wollen und. Dann gibt es einen Unfall. Ein Stau. Flaschenschiffe gibt es oder sowas. Flaschenschiffe gibt es natürlich. Wenn die sich Also Schifffahrt wären wir jetzt. Das klammern wir aus. Medizin klammern wir aus. Mensch. Das klammern wir aus. Sie können nicht alles ausklammern. Ich klammer einfach. Flaschenhalter. Sport. Jagd, Gewehre, Mündungen. Menschenmassen.
Flaschenhals. Das Flaschenhalsereignis haben wir zum Beispiel bei Eingangstoren von Stadien. Wo dir ganz viele zusammenkommen und dann staut sich das genau in die Mitte, weil sie alle nur durch einen Eingang kommen und die Nummern werden alle per Hand kontrolliert. Und das ist besonders schlimm, wenn die alle schnell raus haben, weil es hinten brennt. Ich sag's euch. Ja. Vom Flaschenhalsereignis spricht der Genetiker. Aha. Auf der Welt leben mehr als 6 Milliarden Menschen. Stellt euch vor, jetzt kommt ein großer Meteorit, alles ist platt und es bleiben nur noch ein paar Menschen übrig. Wir. Nicht? Ja. Dann ist die Population also extrem geschrumpft. Ja. Und diese paar Menschen vermehren sich jetzt wieder so lang, bis irgendwann wieder 6 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Dann geht das wieder auseinander. Und da spricht der Genetiker vom Flaschenhalsereignis. Es wird wenig und geht wieder auseinander. Was wir alles lernen, also haben wir sensationell. Also waren wir ganz nah dran. Ganz nah dran. Und Julia hat heute Geburtstag und kriegt 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gehen wir mal nach Kreischa. Bürger, wo liegt Kreischa? Das muss auch irgendwo Sachsen-Anhalt sein. Das ist Sachsen. Kreischa. Sachsen. Sachsen. Jawohl, dort wohnt Kai Winter. Der kreischt sehr viel. Der Kai Winter wohnt in Kreischa und hat auch eine Frage, die sich mit Dresden beschäftigt. Bin sehr gespannt. Warum ertönt in Dresden? Seit 2001 von früh bis spät durchgehend Vogelgezwitscher aus Lautsprechern. Kleine Information, 9 verschiedene Vogelstimmen zwitschern aus 6 Lautsprechern in der Dresdner Innenstadt und das jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So, Herr Bayer, warum? Das liegt an den Dreckstauben, genau. Den fliegenden Ratten. Das Vogelgezwitscher verdrängt die Tauben aus der Innenstadt, sie koten die Gebäude nicht ein und Dresden sieht wieder aus wie eine Stadt und nicht wie die Dolomiten. Kann Vogelgezwitscher Tauben vertreiben? Ja, wenn es wie Hundebellen klingt. Warum hat der bloß seine Therapie abgebrochen? Was wirklich sein könnte. Aber mit dem Vertreiben macht ja durchaus Sinn. Ja. Es geht um Insekten. Wahrscheinlich haben die eine Mücken- oder eine Insektenplage gehabt. Und ich meine, der Vogel ist der natürliche Fressfeind des Insekts. Und diese Vogelstimmen irritieren da die Mückenpopulation und die verfatzen sich nach Leipzig. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es überall Vögel gibt, die sowieso zwitschern. Warum brauche ich dann Lautsprecher? Ja, dann ist aber genau da das Problem. Die haben zu wenig Vögel, die zwitschern. Aha. Und mit diesem Zwitschern, das sind nämlich Lockrufe, das sind Balzrufe, lassen die da die Dinger laufen. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du nachts Fernsehen guckst. Ne? Dann sind das auch Lockrufe, die die da zeigen und dann möchtest du ja anrufen. So, und im Prinzip sind das Lockrufe, damit die Vögel zurückkommen in die Stadt, in den Stadtpark. Genau, es sind nämlich 9 verschiedene Stimmen von Rotkehlchen, von Schwalben, Vögel, die wollen die Stadt zurückholen. Ja. Weil da gibt es nämlich ein wunderbares Lokal und da gibt es die am Spießnagel. Der Ansatz ist doch nicht schlecht. Der Ansatz ist ziemlich schlecht. Gut, hat es ja was mit Katzen zu tun? Wenn ich nämlich an Vögel denke, denke ich an Kätzchen. Kätzchen wollen Vögelchen. Essen. Lecker. Essen. Und apropos Essen, Horst. Essen ist gut, ne? Aber warum sollen die von laufen? Ja. Ach so, vielleicht. Ach, vielleicht gibt es da ein Problem von wilden streunenden Katzen und unter den Lautsprechern sind kleine Fallen. Ja, die sammeln sich. Nein, sind Fallen. Super. Und die Katzen, die gehen dann die Stämme hoch, wo sie denken, da oben wohnen die Vögelchen. Und dann nehmen die Leiter weg. Und dann sitzen die Katzen oben. So. Ich glaube, das ist ein psychologisches Experiment, wo die Stadt Dresden versucht, seine Bürger zu entspannen. Durch Vogelgezwitscher, vielleicht wird auch mal klassische Musik eingespielt oder Nee, nur Vogelgezwitscher. Nur, ja, und dass man beschwingt durch den Tag geht und die Vögel zwitschern hört, dass es einfach die Seele beruhigen soll. Das wäre doch eine super Idee. Weil man nimmt den Verkehr nicht so doll wahr. Der Verkehr wirkt leiser, wenn Vogelgezwitscher
Die fahrenden Autos schallend umschwirrt. Und die Dresdner sind gut gelaunt und hat es mit dem hüpfen. Wiederaufbau der Frauenkirche, Frauenkirche. Ist das, oder? Ja, ja. Auch schon gedacht. Wir, dass die durch diesen ganzen Baulärm sind wirklich die Vögel vertrieben worden über all die Jahre. Und deswegen haben die jetzt das Vogelzwitschern. Da sind wir aber wieder bei dem Argument, aber um andere anzulocken. Aber das finde ich gut. Die verlieren doch jetzt ihren Status als Weltkulturerbe, etwas, was dir nie passieren kann. Und die, weil die doch eine Brücke bauen. Oder hast du eine Brücke im Mund? Nein. Und vielleicht ist das so eine Künstleraktion, so nach dem Motto, bei euch piept's wohl. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Schauen Sie mal. Ich weiß die Antwort, ich sehe sie hier drauf. Bis jetzt war doch nichts Brauchbares dabei. Aber es hat auch nichts mit dieser Hufnasenfledermaus zu tun, weshalb die Brücke da nicht bauen dürfen. Nee, das ist ja schon seit 2001 steht das ja schon. Aber die Fledermaus gibt es ja auch schon länger. Ja, aber die Brücke noch nicht. Die Frage ist wo? In der Innenstadt. In der Dresdner Innenstadt. Hat mal mit Essen zu tun. Nee, mit Vögeln. Ja? Mit Vögeln, die sollen mehr. Mit Vögeln? Vielleicht sterben die Dresdner aus und die sollen motiviert werden, mehr zu Vögeln. Ich meine, gut, und die hatten ja damals nichts. Vielleicht gibt man ihnen jetzt auch immer ein bisschen Vogelgezwitscher. Also ist das dazu da, die Politessen zu beruhigen? Die Politesse an sich hat ja doch einen sehr undankbaren Auftrag, wenn sie da die Knöllchen verteilt. Und damit die Mädels einfach ein bisschen entspannter sind. Machen sie Vögelgezwitscher. Es gibt eine Aktion in Bonn. Und zwar, tut mir das dauert jetzt ein bisschen länger, aber und zwar ist das auch so eine Kunstaktion. Da sollen alle ihre Handys mit einem bestimmten Klingelton besetzen, damit die Vögel diesen Klingelton übernehmen. Vielleicht gibt es in Dresden den umgekehrten Effekt, dass die Vögel verlernen, einen Lockruf zu machen. Und der wird ihnen vorgespielt, damit sie ihn wieder lernen und sich wieder selbstständig vermehren. Sehr klug. In der Stadt nicht aussehen. Warum sollen denn Vögel einen Lockruf verlernen? Weil sie einfach total doof sind. Weil sie diese, weil sie den ganzen Tag mit diesen Jammerklingeltönen zugeballert. Ja, genau. Ja. Und es einfach kein Lockruf ist, wenn einer macht, Hände! Dieser Frosch da. Aber das ist zwar alles sehr schön gedacht, aber ihr seid irgendwie ganz weit weg, weil ihr immer genau im Prinzip das Gegenteil von dem sagt, was an sich eventuell richtig sein könnte. Also Moment, wir haben Abschreckung gesagt, wir haben Anziehung gesagt. Sagen, sie sollen kommen. Was habt ihr denn als Abschreckung gesagt zum Beispiel? Tauben sollen weg. Alle Tiere sollen weg. Katzen sollen weg. Die Dresdner sollen wegziehen. Tauben sollen weg, habt ihr gesagt. Katzen sollen kommen, habt ihr gesagt. Vögel sollen weg, hat er nicht gesagt. Sie auf Ratten und Mäuse hinaus? Alles weg. Die Vögel sollen weg. Warum? Ach, ich weiß es. Ist ja logisch. Vögelgezwitscher, verschiedene Vögel, weil wenn du so eine Ratte machst, dann schreien die wie doof. Und das hört sich an wie Vogelgezwitscher von dir. Gibt es bei dir im Restaurant auch? Woher weißt du? In Köln gibt es das. Ach so. Leckere Rattengerichte. Nein, aber Tote. Mit Mäuschen. Mit Fledermäuschen. So. Ja. Nee, Moment. Leckere Rotweinsoße. Mit einem Crème Fraîche-Häubchen. Ich sag's euch. Sollen die Vögel vertrieben werden? Ich sag's euch jetzt. Also. Nix. Seit 2001 steht in der Dresdner Innenstadt die gläserne Fabrik von Volkswagen. So. Damit die da nicht das ist so. Und vor dem Gebäude gibt es zahlreiche Bäume, die sich in den Glasscheiben spiegeln. Und beim Versuch, auf diesen Bäumen zu landen, knallten immer wieder Vögel gegen die Scheiben und fielen natürlich tot zu Boden. Und deshalb wurden Lautsprecher installiert in allen Bäumen, um die Vögel einfach fernzuhalten, denn wenn so ein Vogel merkt, da sind schon viele drin, fliegt er da nicht hin, dann ist der Baum für ihn besetzt. Und seitdem die das machen, sind in dieser Innenstadt, in der Dresdner Innenstadt kaum noch Unfälle mit Vögeln an diesem Ort passiert. Hat man den Dresden dann das nicht erzählt, dass es diese lustigen kleinen Schattenrisse von Falken, Bussarden, Adlern gibt, dass der Vogel denkt, oh, das hat anscheinend nicht funktioniert, denn dieser gläserne Fabrik ist wirklich nur gläsern. So viel Aufkleber und so große gibt es gar nicht. Man hat es wahrscheinlich gedacht, jetzt hat man es so gemacht und es super, hilft ja auch. Und dann haben sich fünf asiatische Restaurants angesiedelt. Okay, Kai Winter, 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir nach Berlin. Konstanze Stahl wohnt dort. Und wir haben mal wieder eine Tierfrage. Wir hatten lange keine Tierfrage mehr. Fräulein Jakobs ist sehr aufgeregt. Ich auch.
Konstanze Stahl aus Berlin möchte wissen, warum trägt das Krabbenmännchen das Weibchen tagelang mit sich herum, bevor es zum Sex kommt? Boah, weil, als Liebesbeweis. Ja. Kleine Information, das Männchen schnappt sich ein Weibchen, das übrigens nur halb so groß ist wie das Männchen, und hält es mit den Scheren unter dem Bauch fest. So trägt es das Weibchen tagelang mit sich rum. Unterm Bauch. Das haben die sich beim Hohecker abgeguckt. Ja, aber unterm Bauch, das ist doch einfach. Das Männchen ist größer. Das ist doch einfach. Ja, das ist doch einfach. Ja. Da macht das Weibchen die ganze Zeit ein lustiges kleines Gesicht. Vorspiel. Sie damit der männliche Krabbe. Das Krabbenweibchen Krabbe macht ein Vorspiel. Ja, tagelang. Unter dem Bauch von der männlichen Krabbe tagelang. Damit der Krabbe dann irgendwann der Ständer wächst. Ne? Ja. 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 Ich finde das sehr einleuchtend. Das finde ich auch. Vor allem muss der ja auch erstmal aus diesem Panzer rauskommen. Ja. Bis der da den Weg gefunden hat aus diesem harten Panzer. Wie wäre es denn, wenn das Krabbenmännchen schon so rattig und rollig und scharf ist, dass der vor lauter Erregung es nicht mehr schafft, selber Nahrung aufzunehmen. Und das Weibchen füttert ihn in der Zeit. Also wie bei uns im Leben auch. Ja, wenn das bei euch so ist, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ich weiß warum. Ja. Ja, es ist aber vollkommen logisch. Ja. Weil der Krabbenmann ist ein Mann, der auf Möpse steht. Ja? So, und jetzt muss man mal überlegen, hat schon mal jemals jemand bei einem Krabbenweibchen die Möpse gesehen? Nein. Nein. So, also krallt er sich hinten drauf und sucht tagelang mit den Dingern. Vor allem so. Ja. Schon mal jemand bei einem Krabbenmännchen einen Pitz gesehen? Nein. Das heißt, ein Weibchen sucht tagelang nach dem Pitz. Genau. Aber guck mal, die haben ja einen Panzer. Vielleicht, ich weiß ja wirklich nicht, vielleicht muss der aufweichen. Ja, das finde ich gut. Durch Erwärmung und Reibung. Es hat was sodass ein kleines Löchlein auf beiden Seiten entsteht, wo die Begattung durch stattfinden kann. Die wechseln doch regelmäßig ihren Panzer, wenn sie wachsen. Und die Geschlechtsöffnung des Weibchens ist da halt ziemlich gut. Also ein Keuschheitsgürtel ist dagegen ein Schlüpfer. Und jetzt wartet der so lange, bis die unten die Klamotten wechselt. Und dann geht's aber sowas von los. Das dauert. Dann ist sie halt frei, die Geschlechtsöffnung, die frei, und er kann ran. Oder umgekehrt. Also wir beiden sind der Meinung, sie das wechselt, ist richtig, ne? Sie wechselt ihren Panzer oder ihre Kleidung. Also, wissen Sie was, Herr Holger? Ich lasse es gelten. Ja! Also. Die Paarung bei Krabben kann nur erfolgen, wenn das Weibchen den Panzer abgelegt hat. Das ist wie bei uns. Ja. Weil dann nämlich die beiden Geschlechtsöffnungen am Bauch des Weibchens frei sind und das Männchen seine Spermien platzieren kann. Und das Weibchen sendet ein paar Tage, bevor es soweit ist, bevor der Panzer abgelegt wird, sendet das Weibchen Lockstoffe aus, die dem Männchen signalisieren, es ist bald soweit. Und um den Zeitpunkt der Häutung nicht zu verpassen, krallt sich das Männchen, das Weibchen und wartet, bis es soweit ist. Und dann also kommt doch auch wie bei uns praktisch, fast. Ja. Ne? Ja. Ja, Herr Holger, das kann ich so gelten lassen. Konstanze, es tut mir wahnsinnig leid, aber das haben wir jetzt gewusst. Wir können noch eine machen. Das schaffen wir noch. Stefanie Grage aus Hörnum, das liegt auf Sylt, möchte wissen, was ist ein Gehängestäuber? Ein Gehängestäuber? Ja. Naja, ich meine, das ist... Ja. Dann erklär das mal. Wenn, ich sage mal, der Edmund ist einer Muschi begegnet, nicht wahr? Dann packt er das Gehänge aus und dann ist er der Gehängestäuber. Also ich bin ganz kurz bei meiner Großmutter selig auf ihrem Nachttisch.
wo ihre Schminkutensilien waren, ihr Haarspray, ihr Fifi auch immer schön stand auf so einem Perückenköpfchen. Mhm. Und die hatte einen Parfum. Flakons. Ja. Und da hing immer so ein Pümpel dran. Genau. Und an dem Pümpel war so ein. Genau. Und dann machte sie immer. Und ich sag mal, heutzutage ist beim Parfum ja eben ja, eher oben diese Mechanik ja, oben am Köpfchen. Deswegen sage ich, ein Gehänge, Stäuber ist ein Parfum, Flakon, wo das Gummibärlchen dran, Gummibärlchen dran hängt, damit man das Parfum. Wäre das nicht eher ein Gehänge Zerstäuber? Ja, eben, was ist denn das Wort Stäuber? Stäuber könnte, also ich bin dabei, nicht B-Stäuben. Gehängestäuber, aber jetzt nicht mit O-I, sondern mit E-U. Ach, warte mal. E-U. E-U. Stäuber. Wir sind ja alle in der EU. Gehängestäuber. Geht es da um, geht es um Befruchtung, also um Landwirtschaft? Geht es um Landwirtschaft? Oh, Moment. Gehängestäuber. B-Stäuber. Sind wir bei Bienchen? Sind wir bei Bestäuben? Die haben nur kein Gehänge. Aber sind wir bei einem Befruchtungsprozess in der Tierwelt? Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn der Horst selbst bei Bienen die also suchen und Spieß draus macht. Aber ich glaube, das ist eine bestimmte Blumenart, die hängt. Also wäre es der Tierwelt oder Pflanzenwelt? Ja, Pflanzen finde ich besser. Mach du Pflanzen ist besser. Die werden bestäubt und die hängen und die können nur von bestimmten Tieren bestäubt werden, weil die am Rücken fliegen können. Die, ja, finde ich gut. Nee, weil die müssen ja falsch rumfliegen. Ja. Ich war fest davon überzeugt, dass Sie recht haben. Gehängestäuber, Sie sind in der Pflanzenwelt, Herr Baller. Nein. Tierwelt. In der Tierwelt. Nein. Ja, ja. Wer ist denn mit Luftgestäuber? Mit Feuchtigkeitsgestäuber. Gehängestäuber ist etwas, was die Luft befeuchtet. Stäuber. Was nach und nach Feuchtigkeit abgibt. Wo denn? Unter Zimmerdecken. Bitte wo? Unter Zimmerdecken. Unter Zimmerdecken. Hängen die und stäuben. Stäuben sich zu. Ja. Habe ich auch schon oft gesehen. Ja. Leute, wo muss denn etwas mit Absicht mit Staub versehen werden? Doch nirgendswo, außer bei Babypuder. Diesen komischen Fisch da trocknen, der muss immer bestäubt werden. Oder beim Zahnarzt, wenn sie die bestäubt. Ist es beim Zahnarzt? Was hast du gesagt? Er guckt sich mit, so ja, aufgeregt an. Ja, genau. Hat das was mit Essen zu tun? Ah, da muss du so. Ja. Sag du. Darf ich meinen Telefonjoker ziehen? Ruf ich bei dir in der Küche an jetzt, oder was? Nee. Ist das denn vielleicht, gibt es irgendwas, wenn man dann so ein Schnitzel hat und da kommt Mehl drauf, dass es so einen bestimmten Stäuber gibt, dass man ihn so von oben, dass er so drüber nicht hängt? Aufs oder Schnitzel. Nee, auf Schnitzel. Nee, Kuchen, Puderzucker. Gemüse. Fisch. Kartoffeln. Gemüse. Genau, beim Backen. Backen. Obst. Obst. Kuchen. Obst. Kuchen. Obst, Gemüse, Südfrüchte. Jetzt habe ich sie. Wo sind wir? In der Küche. In Sylt. Konditorei. Wir sind auf Sylt. Nicht Konditorei. Bäcker. Backstube. Brot. In einer kleinen oder in einer großen? In einer großen. Mehr Salz muss weg. Industriell hergestelltes Brot. Groß wird doch manchmal auf das Mehl gestäubt. Kein Brot. Mehl. Brötchen. Auch Brot gestäubt. Brötchen. Kuchen. So. Und da gibt es eine Maschine, die hängt da drüber und die stäubt Mehl auf das Brot. Ja. Brötchen. Richtig. Ja. Schon viel früher drauf gekommen, aber warum gibt's das nur auf Sylt? Das gibt's nicht nur auf Sylt. Stefanie Grage wohnt in Sylt oder auf Sylt. Morgenhorst. Das hat deswegen keiner gesagt. Deswegen hänge ich immer mit Sylt. Ja. Also, du musst jetzt auch ins Bett, ne? Großbäckerei. Dort warten große Teigklumpen darauf, dass es ihnen Brötchenrohlinge gestanzt werden. Und bevor das passiert, werden die Teigklumpen mit Mehl bestäubt. Dabei liegt der Teig auf Blechen, die freihängend an den Metallbestäuber, an den Mehlbestäuber vorbeifahren. Und diese Maschine heißt daher, weil sie hängt, Gehängestäuber. Großbäckerei, wir haben es rausgekriegt. Stefanie Grage, es tut mir wahnsinnig leid. Hätte Ihnen gerne 500 Euro gegeben, aber nächste Mal. Leider nicht. Aber schicken Sie einfach noch ein paar Fragen ein. Ne? Jetzt hat der Herr Hohecker schon 1.000 gewonnen heute. Ja. Das heißt, ich kann mit dem Taxi fahren, ihr geht zu Fuß. Das können wir so machen. Es war sehr interessant. Wir haben viel erfahren, ihr wart sehr gut. Ja? Und ich habe auch sehr gelacht. Ja. Vor allem, ich bin ziemlich satt nach allem, was wir heute an Vorschlägen bekommen. Ich freue mich jetzt schon auf das Essen von Horst Lichter. Er macht jetzt gekapptes Kaninchen, gefüttert. Nein, wir essen jetzt mal ein paar Wochen keine Kaninchen. Ja. Danach müssen wir alle auf die Schluckertoilette. Gut, wir essen keine Kaninchen. Wir essen heute gar nichts mehr. Wir machen jetzt Feierabend. Das war's und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss.